Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Subnautica. Ich habe mir gerade so überlegt, wir bauen doch nochmal schnell diesen Dings. Ihr wisst schon, haben wir Silbererz? Ich weiß gar nicht, ob wir Silbererz haben. Eine Lampe habe ich, das ist schön. Ja. So, haben wir Silbererz. Wir haben gar kein Silbererz. Also hat sich das auch schon wieder erledigt. Was soll ich denn mit dem Probenanalysator machen? Ich weiß es einfach nicht. Schwimmende Luftpumpe? Keine Ahnung. Haben wir vielleicht unter Umständen... Nur vielleicht. In den Dingern vielleicht irgendwo Silbererz? Nein. Nein, was ist das alles? Eine Leitung? Eine Pumpe? Achso, ich habe ja die Pumpe. Und eine Leitung. Aha. Weiß ich noch nicht, was man damit macht. Fakt ist, ich habe kein... Ich habe einfach kein Silbererz. Ich habe ein bisschen was zu essen und ich habe das andere. Okay, es ist noch hell. Also ich würde jetzt ganz gerne nochmal Richtung Aurora eilen. Also hier in die Richtung. Ich save das Ganze nochmal ganz kurz. Dann lasst uns nochmal in die Richtung, in der wir schon waren. Vielleicht finde ich das ja wieder. Das wäre echt super. Denn da waren so ein paar Sachen, die ich noch haben wollte. Das Blöde ist, ich habe null Platz in meinem Inventar. Ich bin so ein Horst, ne? Aber ich muss eh was trinken. Ich kann eigentlich auch was essen. Upp. So. Okay, dann haben wir wieder ein bisschen Mühplatz. Aber doll ist nicht. Aber dann schwimmen wir nochmal kurz hier rüber. Oh Gott, diese Geräusche. Das macht mich einfach... Ah, da sind die großen Leviathane wieder. Ah, was ist denn hier? Da sind diese Arschviecher schon wieder. Kann ich auch gar nicht leiden, ne? Ich hätte gerne einen Laserschneider, das wäre total mega. Oh 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 oh. Schnell weg. Laserschneider, 33%. Okay, da sind wir hier auf der richtigen Fährte. Scannen, 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 scannen. Leute, ich brauche mehr Laserschneider. Wir brauchen dringend einen Laserschneider. Dann haben wir zwei Locations, wo wir schon mal directly Türen öffnen könnten. Ich habe die ja markiert. Das wäre richtig, richtig gut. Inventar voll. 30 Seconds. So, nochmal kurz hoch. Oh, der hat nur noch 32%, der... Das heißt, ich brauche wahrscheinlich eine Energie, ne? Eine Energie, ja, eine Batterie, meine ich. So, nochmal runter mit dir. Was habe ich jetzt nicht gesehen? Hier war noch irgendwas. Bioreaktorfragment. Haben wir schon. Ja, ich glaube, hier ist jetzt nicht mehr zu holen. Gut, dann wo ist jetzt die Aurora? Ich muss nochmal wieder hoch. Wo ist die Aurora? Da, okay, dann müssen wir nochmal ein bisschen in die Richtung. Mal gucken. Es wird dunkel, das gefällt mir nicht. Glaube ich, es wird dunkel. Irgendwo hier? Oder war das eben das, wo wir gerade waren? Das kann natürlich auch sein. Passing 100 meters. Aha. Nicht so tief runter, ne? Ah, hier
sind schon wieder diese Kackviecher. Alle beide, die ich nicht leiden kann. Mich dünkt, ich bin in einem neuen Biom. Und hier ist etwas, was ich haben möchte. Schubkanonenfragment. Yeah. Okay, wo sind wir? Was ist das hier? Zeitkapsel. Hä? Anna! Ich muss mir Sachen frei machen. Boah, ist das blöd, ey. Ich kann nichts aufnehmen hier, Leute. Wie kacke das einfach ist. Guck mal, ich bin hier direkt jetzt an der... Oh Gott. Tschüss. Hier sind tausend Sachen, die ich haben möchte. Mist, 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 Mist. Da vorne ist auch noch irgendwas. Kacke. Und jetzt ist der... Oh, die Batterie, die will ich direkt haben. Ich esse noch was. 30 Seconds. Oh, leck mich an die Füße. Ehrlich. Tja, ich weiß nicht, das bleibt ja denn vielleicht auch einfach drin. Ne? Wir werden jetzt zurück. Ich will nach Hause. Wo ist die Heimat da? Ich will nach Hause. Wir werden jetzt nach Hause schwimmen. Wie kann ich bitte eine Basis bauen? Wie geht das? Das nervt mich tierisch gerade. Es gibt so viele Sachen, die ich hier finden kann. Mist. Okay, die Aurora, da waren wir ja jetzt quasi dran. Ne? Dann müssen wir einmal um die Aurora rumschwimmen. Ich denke mal, da gibt es eh am meisten Zeug. Und ich habe ja einen Strahlenschutzanzug. Insofern können wir ja da umhereiern und gucken, dass wir da alles Mögliche gescannt kriegen. Menno, ich brauche einen Schrank. Wie baue ich eine... Wie baue ich eine Basis? Wie? Erklär's mir. Sag mir, wie ich eine Basis... Was ist das hier für ein Quatsch? Kann ich das irgendwie irgendwo hinpacken? Nicht mal das kann ich irgendwo hinpacken. Weil ich hier nämlich gar nichts drinne bauen kann. Eine Aurora-Miniatur, ein Modell, der auch wie süß. Ja, was soll ich jetzt mit dem ganzen Schnodder? So, ich baue jetzt hier von den Dingern erstmal ein paar andere Sachen. Ich weiß nämlich sonst nicht, was ich damit machen soll. 10 Titanen sind ein Barren. Also, bau ein Barren. Ich weiß nicht, wohin damit. Keine Ahnung. Kein Platz. Schubkanone. Verzehrt die Schwerkraft, um Objekte anzuziehen und abzustoßen. Das ist schön. Ich möchte das da.
Kompass wäre auch cool, geht aber nicht ohne Silber. Besatzungsaufzeichnung, mal gucken. You really think it'll carry two of us? Your regular sea glide tows a mass of 80 kilograms at over 30 kilometers an hour. The power cellar rigged to this one should double that. You think there's something out there that's faster? Oh, sure. And that's assuming it doesn't overload 3 meters from the life pod. You're calm about this. I'm seeing the engineering problem. If I stop seeing the maths, I'll be terrified. So, Baupläne, Basisinstallation. Wie baue ich eine Basis? Also ich nehme jetzt nochmal den Scanner. Basiselemente, Fundament. Röhrensegment, Röhrensegment. Das ist alles Röhrensegmente, das ist ja auch alles schön und gut. Aber Mehrzweckraum. Mehrzweckraum. Also ich könnte mir vorstellen, dass ich das als erstes bauen muss. Ich habe noch nicht die nötigen Sachen. Ich muss noch mehr scannen. So, jetzt habe ich hier wieder ein bisschen Platz. Den ganzen Schnodder, ich habe keine Ahnung, wohin damit. Großes gefiltertes Wasser ist mega gut. Hier habe ich noch ein kleines Wasser. Gegessen habe ich was? Was soll ich mit dem ganzen Schnulli? Voll beruhigend. Richtig beruhigend, ja. Leuchtfackel. Wegwerfleuchte nützlich zur Ablenkung von Raubtieren. Okay. Ich nehme noch ein Medipack mit. Hier ist noch eine Energiezelle. Feuerlöscher braucht kein Mensch. Packe ich schon mal den da rein. Schöne Zeitkapsel. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt alles bekommen habe, aber ich denke schon. Ich hoffe es zumindest. Jetzt habe ich hier ein bisschen Platz. So, ist es denn jetzt schon Tag? Dann würden wir jetzt, also wir werden jetzt gleich nochmal eine Runde machen. Ne, es wird Tag. Okay, wir werden jetzt hier nochmal an die Aurora ran. Der Seegleiter ist gleich alle. Das ist ja ungünstig. Ich weiß nicht, ob ich einen zweiten bauen muss oder ob ich nur eine Batterie bauen muss. Kupfererz und Säurepilze. Das kriegen wir doch vielleicht noch hin. Dann haben wir noch fix ein paar Säurepilze. Kein Problem. Wo haben wir denn welche? Da vorne. Ich weiß jetzt nicht, wie viel ich davon brauche, aber den Rest schmeiße ich weg. Wir brauchen Platz. Machen wir hier nochmal fix so eine Battery. So. Die haben wir jetzt im Gepäck. Falls wir damit den Gleiter wieder aufladen können. Das wäre natürlich super gut. Weiß ich aber nicht. So, jetzt habe ich gerade nicht gerafft, wo wir sind. Okay, dann schwimmen wir jetzt erstmal hier rüber. Nochmal zu Aurora, in der Hoffnung, dass wir hier noch ein paar coole Sachen einfach entdecken. Die ich noch nicht gesehen habe. Boah, ihr Blöden. War richtig super. Bin ich nicht schnell genug abgehauen. Voll gut, dass ich ein Medipack habe. War ich hier schon? Kann es sein, dass ich hier schon war? Sieht mir ganz so aus. Nee, oder? Nee, Labortisch. Sehr gut.
eigentlich was völlig anderes, ihr Lieben. Und zwar dieses Schneidewerkzeug wäre halt super. Lasst euch, Kackviecher. Alter! Ist das euer Ernst hier gerade? Energiequelle wechseln, warte. Ja, wie denn? Da. Auswählen. Juhu! Zack, 100%. Also ich muss einfach nur Batterien wechseln. Okay, das ist gut. Das ist gut. Wo ist mein Schiff? Da, bis dahin. Okay, dann flattern wir hier einmal rüber, in der Hoffnung, dass wir hier noch so ein bisschen was Cooles finden. Mal schauen. Das wäre halt super. Bei manchen Sachen waren wir aber auch einfach schon. Ich weiß das nur nicht mehr. Auch das kann sein. So, wohin? Also so ein Kompass wäre auf jeden Fall auch eine super Möglichkeit. So ein Kompass, damit ich klarkomme mit der Welt. Ich hätte furchtbar gerne eine Waffe, um mal diese Fische hier loszuwerden. Das wäre auch richtig super. Metallschrott brauchen wir gerade nicht. Wir brauchen nur Sachen zum Scannen. Und davon möglichst viel. War ich schon. Sieht mir zumindest so aus. Battery, yeah. Sehr gut. Quarz ist gut, das müssen wir auch mitnehmen. Oxygen. Ach Gott. Hatte ich schon meine Oberfläche. Ich bin ein rotes, blödes Vieh. Die Spannung ist echt wow, einfach nur. Ich möchte gucken. Ich möchte einfach nur gucken, ob wir hier irgendwas finden, was wichtig ist. Oh. Oh. Creepy. Ist das hier? Salzablagerung brauchen wir jetzt erstmal nicht. Möchte mir jetzt nicht mein Inventar damit zumachen. Metallschrott lassen wir. Hier ist nichts weiter. Ja, natürlich sind hier auch diese Mistviecher unterwegs, ne? Logisch. Und auch diese Sandteile.
Ach, schon wieder Schubkanonenfragment. Oh, eine Zeitkapsel. Ich weiß gar nicht, was ich hier gerade bekommen habe. Und wie kommt man eigentlich in die Aurora rein? Fragezeichen. Lifeform readings in this region are sparse. The Aurora's radioactive fallout will have devastating effects on the alien ecosystem if not contained within the next 24 hours. Was? In den nächsten 24 Stunden muss ich irgendwas tun? Dein Ernst jetzt? Ja, ja. Ich werde erstmal wieder zurück. Glaube ich. What the hell is this? Was ist das? Okay, lass mich in Ruhe. Hier sind nur 1 Million Sachen. Schubkanonenfragment ist erstmal irrelevant. Okay, Leute, wir müssen hier weg. Das ist echt heftig. Hier unten, glaube ich, ist eh zu tief. Allgemein keine gute Idee, hier zu sein, oder? Was haben wir da für Tiere da unten? Was sind das für Viecher? Ich gehe erstmal wieder hoch. Wow, okay, hier gibt's noch einiges zu entdecken. Das wird der Kracher. Okay, hier muss ich auf jeden Fall nochmal runter. Das ist, glaube ich, noch so ein anderes Schneidefragment. Okay, runter. Hier. Wegen dem Schubkanonenfragment mache ich jetzt hier so einen Aufriss. Oder was? Oh, ich brauche noch diese Laserschneider, verdammte Kiste. Und ich habe keinen Platz mehr. Haut ab, ihr Kackviecher, ihr Bescheuerten. Viel zu viele von euch gibt es, muss ich jetzt mal so sagen. Passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. Ist das so? Tja, hier war ich, denke ich mal schon. Da habe ich alles schon gesehen. Da haben wir Sachen, haben wir hier ausgeholt. Ich glaube, da brauche ich nicht mehr gucken. Das hatten wir alles. Ich brauche einen Laserschneider, Mensch. Auch schön die Energiezelle verballert. Oh, so. Ich habe keinen Platz mehr in meinem Inventar. Ich kann mir nicht mal was zu essen mitnehmen. Hm.
Okay, die nächste Aufgabe wird sein, herauszufinden, wie ich so eine Basis bauen kann. Da ist schon wieder was. Kommunikator. Ich will mal ganz kurz in mein Inventar schauen. Was ich hier alles schon wieder für ein Schnulli habe. Batterie, okay, das ist super. Den brauchen wir nicht. Was habe ich denn da vorhin bekommen? Schubkanone ist freigeschaltet. Das ist super. Laserschneider brauche ich noch zwei von. Oh, das ist, mal gucken, was haben wir hier? This is Life Pod 4. Oh. We've landed close to the Aurora. Flotation device is active, but we've got some big old fish in the water with us, and I don't know how long we're gonna last. We're close to the crash site, so bring radiation protection. Four out. Signal coordinates corrupted. Approximate transmission origin recorded to data bank. Mhm. Das ist ja super. Ein großer Fisch, ja? Mhm. Nee, toll. Warte mal, die habe ich ja erledigt. Signalboje ist wichtig. Wo ist jetzt die andere? In der Nähe der Aurora. Aber ich habe gar keinen... kein Signal bekommen. Hm. Das ist ja spannend. Ich muss noch ein paar Titanbahnen bauen. Das ist mir einfach alles zu viel Zeug im Inventar. Die werden wir sicherlich auch noch irgendwann brauchen, könnte ich mir vorstellen. Glas lassen wir kurz. Ding, 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 ding. Hier Werkzeuge. Kann ich immer noch einen Leuchtfackeln? Können wir auch mal verballern. In irgendwelchen Höhlen, aber... tja. No, Leitung haben wir auch. Weiß ich nur nicht, was wir damit machen möchten. Es ist nicht so leicht. Also, wie bauen wir eine Basis? Es muss doch irgendwie... es ist wahrscheinlich wirklich der Mehrzweckraum, mit dem es losgeht, oder? Was haben wir hier? Einen Labortisch. Danke. Kann man wahrscheinlich in den Röhren direkt. Keine Schränke bauen? Kann ich nicht mit Röhren arbeiten? Seek fluid intake. Ja, bitte. Vital signs stabilizing. Ja, das ist voll komisch. Ich hätte auch schwören können, dass man vielleicht einfach hier an das Ding irgendwas ranbauen kann, aber nö. Kann man wohl nicht. Hilft nicht, wir müssen wohl oder übel weiter scannen und gucken, dass wir die Sachen hier irgendwie... anderweitig... unterbringen. Was ist das hier, Kreaturen? Ich will diese Eier nicht haben. Kann ich das bitte wieder woanders hin machen? Da kann ich jetzt momentan überhaupt nichts mit anfangen. So, ist voll. Silikongummi. Müssen wir auch dran denken, dass wir hier unten noch Schnulli haben, ne? Dass wir da noch ein bisschen Zeug haben, mit dem wir auch arbeiten können. Wieso schreibe ich da jetzt was rein? Das ist ja spannend. Ach, man kann da Sachen reinschreiben. Mhm. Sehr interessant. Das ist wirklich sehr interessant. So. Quarz. Sehr gut. Ich brauche gleich noch so eine komische Kiste.
Ich will den nicht aufnehmen, den Wasserbehälter. Ich möchte da reingucken. Okay. Wir nehmen das mit und dann werde ich wieder... Ich könnte das so schön verballern, ne? Ich könnte das so schön verballern, aber ich weiß einfach nicht, wie. Aber ich vermute halt, dass es nur mit dem Ding hier losgeht, dass wir so einen Mehrzweckraum bauen müssen. Und mit diesem Mehrzweckraum können wir dann die Base starten und dann mit den Röhren und so weiter. Und dann hast du noch einen Scannerraum und irgendwelche anderen Räume. Und in den Mehrzweckraum können wir dann auch Schränke und sowas lassen. Aber... Die Dinger brauchen wir erstmal. Warte mal, was ist das denn? Hä? What the hell? Was war das jetzt? Warte mal. Kann ich denn... Das macht überhaupt gar keinen Sinn gerade in meinen Augen. Wir lassen das. Okay, dann muss ich mich wahrscheinlich dann doch nochmal eine Runde informieren. Machen wir auch so. Ich bin ja fertig mit der heutigen Aufnahmesession, das heißt, ich werde dann auch die entsprechenden Kommentare lesen, bevor ich mit der nächsten Aufnahmesession beginne. Also wenn ihr wisst, wie das Ganze funktioniert, immer rein damit, schreibt mich voll in den Kommentaren, damit ich Bescheid weiß und dann bin ich gerüstet für die nächste Aufnahmesession. Also, ich freue mich und bis dahin bedanke ich mich fürs Zuschauen und sage bye bye, tschüss.